Wir treten sozusagen in die zweite Runde und diesmal tritt allerdings kein Jurist ans Pult. Manchmal ist man ja dafür dankbar, sondern ein Historiker. Sein Studium der Geschichte, katholischen Theologie und Germanistik in Köln, Bonn und Rom schloss er zunächst mit dem ersten Staatsexamen für das Lehramt ab und dann folgte die Promotion und Habilitation an der Universität Münster. Von 2005 bis 2007 leitete er die Abteilung für Bildung und Forschung bei der damaligen Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Berlin. Wie ich meine, für Professor Thomas Groß-Bölting eine einmalige Chance, tatsächlich sozusagen Geschichte direkt mitzuerleben. 2009 erfolgte dann der Ruf als Professor für neuere und neueste Geschichte an die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster, Klammer auf, meine Heimatstadt, Klammer zu. Professor Groß-Bölting befasst sich aktuell unter anderem auch mit der Geschichte des religiösen Wandels im Nachkriegsdeutschland. Und das meinte ich, sollte ich erwähnen zu müssen. Ein neu erschienenes Buch von ihm trägt den Titel Der verlorene Himmel. Glauben in Deutschland seit 1945. Und hinter dem Titel steht kein Fragezeichen. Die kleine Werbepause, es kostet 29,99 €. Also, Sie können das im Internet bestellen, wenn Sie wollen. Ende der Werbepause. Wie gesagt, aber es passt auch sehr gut zu unserem Vortragsthema. Wie säkular ist die deutsche Gesellschaft wirklich? Herr Professor Groß-Bölting, Ihr Auftritt. Herr Möller, haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundliche Einführung. Die besten Grüße aus Ihrer Heimatstadt. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch aus Münster kommen. Umso mehr freue ich mich darüber. Herzlichen Dank, Herr Morlock, stellvertretend für die Friedrich-Naumann-Stiftung, für die Einladung, heute hier zu sprechen. Herr Möller, Sie haben mich angekündigt als einen Nicht-Juristen. Ich muss gestehen, dass das nur zur Hälfte zutrifft, insofern, als dass wir so manchen Feiertagsmittagstisch bei uns zu Hause damit verbringen, dass ich mit zwei aktiven Juristen diskutiere. Das ist auf der einen Seite mein Bruder, der als Jurist tätig ist, wie auch mein Sohn, der Jura studiert, also sozusagen Herrn de Waal eher dann als Lehrer erleben würde, denn auch als Juristen, denn als Kollegen in diesem Sinne. Der Grundstreitpunkt, also das verläuft alles harmonisch und friedlich, wie gesagt, wir haben da keine echten Kontroversen, die dann sehr tief gehen würden, auszufechten. Aber sozusagen der Punkt, an dem wir uns in verschiedenen durch unsere Disziplinen geprägten Weltsichten immer wieder auseinanderdividieren, ist die Frage danach, wie sich die Welt eigentlich ordnen lässt. Und ich bewundere die Fähigkeit der Juristen, auch im Kontext des Exzellenzclusters in Münster, wo ich mit zahlreichen juristischen Kollegen zusammenarbeite, sozusagen aufgrund der Texte, der Gesetze, die Welt sozusagen aus diesen Texten heraus zu erklären. Ein großes Vorbild, einer meiner großen Lehrer, Thomas Nipperdey, hat mal davon gesprochen, dass Geschichte eben nicht schwarz und weiß sei, sondern dass Geschichte wie ein guter Apfelsaft naturtrüb ist. Und ich glaube, dass die Debatte, die wenigen Fragen, die wir eben zulassen konnten, gezeigt haben, dass in diesem Gebiet Religion, Gesellschaft, Staat und Kirche im Moment tatsächlich eine ganz gewisse Art von Musik drin ist. Seit wenigen Jahren haben wir eine Spannung, wo Grundfragen, vielleicht nicht auf der politischen Ebene, aber doch im gemeinsamen Zusammenleben der Konfessionen, der verschiedenen Religionsgemeinschaften immer stärker diskutiert werden. Wenn Sie heute Morgen in die Frankfurter Allgemeine Zeitung geguckt haben, dann fanden Sie einen Leitartikel, ein revolutionärer Akt. So wurde dort von einem Autoren, der mir jetzt entfallen ist, gesagt. Und er bezog sich auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich die Gleichstellung von eingetragenen homosexuellen Lebenspartnerschaften in steuerrechtlicher Hinsicht mit Blick auf heterosexuelle Ehen, die sonst geschlossen werden. Und wenn Sie nur einen kleinen Blick weiter tun, auch das hatte Herr Morlock schon erwähnt, und in unser Nachbarland Frankreich schauen, dann sehen Sie, wie stark dieses Thema Homo-Ehe, so wird es in der Zeitung entsprechend tituliert, dort doch kontrovers diskutiert wird und sogar zu gewaltsamen Protesten geführt hat.
Aber wir brauchen gar nicht über die Grenze ins Nachbarland zu schauen, um zu sehen, dass auch in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, dieses Thema mehr und mehr aufrührt. Anfang Mai titelte die Zeit, also die Wochenzeitschrift, die Sie alle kennen, mit der Überschrift "Glauben Sie?" Fragezeichen und spielte damit an auf eine Affäre im Bundesinnenministerium, wo Bewerberinnen und Bewerber auch für juristische Tätigkeiten der Vorzug gegeben wurde, trotz mangelnder Englischkenntnisse, trotz anderer Malessen im Lebenslauf gegenüber anderen, weil sie sich eben durch eine besondere christliche Aktivität auszeichneten. Die Mitgliedschaft in einer katholischen Studentenverbindung, das Engagement im Bibellektürekreis und so weiter und so fort half dann dabei, Schwächen in den Fremdsprachenkenntnissen entsprechend auszugleichen. Wenn Sie historisch schauen, sind das genau die Debatten, die die Bundesrepublik, also die alte Bundesrepublik, zum Ende der 50er, zu Anfang der 60er Jahre führt. Als das Amt Blank zum Verteidigungsministerium umgebaut wird, ist es Thomas Ellwein, ein liberaler Rechtsgelehrter und Journalist oder als Publizist tätiger Mann, der darauf aufmerksam macht, dass in diesem Ministerium noch streng nach Konfessionsproporz die Spitzenposten verteilt werden. Also Sie haben sozusagen eine Aufzählung, wer ist auf der Ministerialdirigentenebene katholisch, wer ist evangelisch. Und da ist nicht nur das Parteibuch sozusagen Grundlage dieses Verteilungsverfahrens, sondern eben auch der Konfessionsproporz. Das ist sozusagen ein Element, was ganz ähnlich, ganz parallel gelagert ist, wie diese, die ich gar nicht weiter bewerten will, wie diese Affäre im Hause des Bundesinnenministeriums. Diese steigende Konflikthaftigkeit oder, wenn ich bei der Sprachgebrauch der Veranstalter bleibe, dieser neue Kulturkampf, dem steht eine zweite Tendenz gegenüber, die vermutlich viel tiefgreifender und prägender ist. Das religiöse Feld in Deutschland verändert sich und das ganz dramatisch. Das Reden und das Streiten über die Religion, auch wir reden heute über die Religion, ist meines Erachtens, oder da müssen wir sehr vorsichtig sein, nicht zu verwechseln mit dem Reden aus dem Glauben heraus. Das religiöse Feld in Deutschland nimmt insgesamt an Intensität und Stärke ab. Und das ist keinesfalls selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis in Europa beispielsweise das Christentum heimisch wurde. Für den größten Teil der Menschheitsgeschichte schien es unmöglich, nicht an einen Gott zu glauben. Für viele Menschen in verschiedenen Teilen der Welt ist das immer noch so. Auf 4 von 5 Kontinenten ist Religion, also der Glaube an eine Transzendenz oder Gott, auf dem Vormarsch, zum Teil mit einer dramatischen Geschwindigkeit. Und dabei ist nicht der Islam, wie oftmals auch aus politischen Motiven behauptet wird, der eigentlich nominelle Gewinner, sondern das Christentum. Dies allerdings nicht in der Form, wie wir es kennen, sondern in den charismatischen, insbesondere in den pfingstkirchlichen Varianten, die beispielsweise die traditionell katholischen geprägten religiösen Felder Lateinamerikas in den letzten 5 bis 7 Jahren von Grund auf umgekrempelt haben. Also Religion, hier verstanden als Leben mit dem Jenseits, boomt und scheint für viele Menschen attraktiver denn je zu sein. Nur in Westeuropa und vor allem in Deutschland scheint sich dieser Zusammenhang von Identitätsbildung, Alltagsverbringung und Religiosität rasch und nachhaltig aufzulösen. Das ist eine Beobachtung, die viele von uns wahrscheinlich auch im eigenen Alltag machen können. Das Leben vieler Menschen in der Großelterngeneration, wenn ich jetzt von meiner Perspektive aus schaue, also diejenigen, die in den 50er und 60er Jahren die politische Kultur und Gesellschaft geprägt haben, dieses Leben war noch stark eingebunden in die religiösen Rituale und in das Kirchenjahr, wie sie von katholischer und evangelischer Konfession vorgeprägt wurden. Die Bedeutung gelebter Religiosität, ihre biografische Prägekraft nahmen über die folgenden Generationen stark ab. Blickt man auf die alte Bundesrepublik, dann scheint sich diese enge Bindung innerhalb von wenigen Jahrzehnten, speziell seit den 1960er Jahren nämlich, aufzulösen. Sie wissen alle, dass es verschiedene Zahlenwerke gibt, die versuchen, die religiöse Prägekraft der Gesellschaft zu erheben. Die Volksbefragung 2011, deren Ergebnisse so nach und nach jetzt veröffentlicht werden, haben in dieser Hinsicht große Fehler gemacht, sodass wir über das religiöse Leben in Deutschland vermutlich wenig da erfahren werden.
Aber wenn man nun versucht, die Bemühungen der Statistiker zusammenzufassen und kleinste gemeinsame Nenner zu formulieren, die also unstreitig aus diesen Erhebungen hervorgehen, dann gelingt es vielleicht, die Konturen des religiösen Feldes heute und die Entwicklungstendenzen entsprechend zu beschreiben. Also wie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten seit Gründung der Bundesrepublik und auch seit Gründung der DDR dieses religiöse Feld in Deutschland entwickelt? Und der erste Trend, den habe ich bereits anklingen lassen, der erste und der grundlegende Trend ist die Entkirchlichung und der Rückgang des Christentums. 1950 gehörten über 95% der Gesellschaft einer der christlichen Großkirchen an. 2012 haben wir unter 30% Protestanten, ebenso viele Katholiken, aber 37-38% Konfessionslose oder so die Selbstbezeichnung Konfessionsfreie. Die kleine Gruppe der islamischen Gläubigen hat durchaus an Gewicht gewonnen. Je nach Zählweise geht man von einer Größe zwischen 4 und 4,5 Millionen aus. Die Zukunftsprognose ist klar und da gibt es auch unter den verschiedenen statistischen Instituten kein Vertun, also keinen Dissens. Selbst wenn ab jetzt niemand mehr aus den christlichen Großkirchen austrete, dann würde doch um 2025 weniger als die Hälfte der Deutschen noch einer der beiden Großkirchen angehören, sodass die Rede von einem christlich geprägten Deutschland zunehmend begründungspflichtig wird. Der zweite Trend, der Anstieg der Zahl der Konfessionsfreien und die Ost-West-Spaltung des religiösen Feldes in Deutschland. Natürlich, der Anteil der sogenannten Konfessionsfreien schnellte mit der Wiedervereinigung einmal in die Höhe. 1990 stieg deren Anteil von ca. 10-20%. Wir müssen nicht um 1-2 Prozentpunkte streiten, ich will Ihnen lediglich die Tendenz hier beschreiben. Ihr Anteil an der Gesellschaft, also derjenigen, die keiner Konfession angehören und bei Meinungsumfragen das auch entsprechend angeben, ist aber auch zwischen 1990 und 2010, also innerhalb von 20 Jahren, kontinuierlich gewachsen, und zwar auf heute 37%. Wären die Konfessionsfreien eine Kirche, was sie nicht sind, dann wären sie die größte Kirche in Deutschland. Sie sind es nicht, ganz im Gegenteil, sondern in dieser Kategorie verbinden sich ganz unterschiedliche Typen des Umgangs mit religiösem Leben. Die Spannweite ist weit und reicht von denjenigen, die einfach indifferent sind oder die Kirchensteuer nicht bezahlen wollen, bis zu denjenigen, die eben aus eigener Überzeugung heraus sehr aktiv für ein Leben ohne Transzendenzbezug sich einsetzen. Hinzu kommt eine weiterhin bestehende Ost-West-Spaltung, also wenn wir einen Punkt ansehen wollen, wo die Wiedervereinigung sozusagen nicht zu gleichen Lebensverhältnissen geführt hat, dann ist es genau dieses religiöse Feld. Insbesondere in den sogenannten neuen Ländern, eine ganz seltsame Wortschöpfung, als ob diese Länder nicht genauso viel Geschichte und Vergangenheit hätten als die sogenannten alten Bundesländer, in denen wir uns jetzt heute hier befinden. In diesen neuen Ländern entwickelte sich eine Kultur der Konfessionslosigkeit mit einem solide abgesicherten Nichtglauben, in der dann sozial begründungspflichtig wird, warum man einer Kirche angehört und nicht umgekehrt. In den alten Bundesländern gibt es nach wie vor einen gewissen Sozialdruck, der viele vor dem formellen Kirchenaustritt zurückschrecken lässt. Das bringt aber auch mit sich, dass der Anteil der sogenannten Kasualien-, Sonntags- oder Taufscheinchristen innerhalb der christlichen Konfessionen besonders hoch ist. Hier hat insbesondere das christliche Begräbnis sozusagen als letzter Ausweg vor dem Nichts sozusagen noch eine Bedeutung für viele der Kirche eben nicht formal den Rücken zu kehren, dann lässt man sich das eben diese 3-4% Kirchensteuer kosten. Die Übergänge zwischen dieser Kultur der Konfessionslosigkeit auf der Seite der neuen Länder und der grundsätzlichen, wenn auch erodierenden volkskirchlichen Strukturen im alten Westen sind aber mittlerweile fließend. Das war Tendenz Nummer 2, die ich Ihnen beschreiben möchte. Und ich denke, es gibt eine dritte Tendenz, die wir uns ebenfalls ganz genau anschauen müssen. Und das ist die Tendenz der Nicht-Pluralisierung des religiösen Feldes in Deutschland. Natürlich gibt es über 800 eingetragene Religionsgemeinschaften, aber wenn Sie danach schauen, welche Religionsgemeinschaften tatsächlich quantitativ bedeutend sind, dann sehen Sie, dass nach wie vor das Feld dominiert wird derjenigen, die religiös organisiert leben von den beiden christlichen Großkirchen.
Und das ist aufgrund der Zahlen, die ich Ihnen bei der Tendenz 1 und Tendenz 2 vorgeführt habe, nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Betrachtet man nämlich die verschiedenen Religionsgemeinschaften als Konkurrenten um die Aufmerksamkeit eines an Transzendenz interessierten Publikums, dann läge es doch recht nahe anzunehmen, dass sich das religiöse Feld zunehmend pluralisiert. Wenn der eine, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, es nicht schafft, das religiöse Bedürfnis zu befriedigen, wir haben das aufgrund der sinkenden Mitgliederzahlen gesehen, dann wird sich doch ein anderer Anbieter finden, der eben das bereitstellt, was der religiös Suchende, was der Kunde sucht. In Chicago, eine amerikanische Großstadt, verdreifachte sich in den vergangenen 40 Jahren die Zahl der Orte, an denen sich Menschen in irgendeiner Weise religiös betätigen, also beten, meditieren oder Ähnliches tun. In Deutschland schrumpft diese Zahl, gerade dann, wenn Sie sozialgeografisch auf städtische Räume, auf ländliche Räume beispielsweise schauen. Dieser Hinweis zeigt uns, dass Religion in Deutschland außerhalb der großen christlichen Kirchen verhältnismäßig schwach bleibt. Also weder der New Age noch alternative Praktiken individueller Spiritualität sind besonders ausgeprägt. Erfahrungen mit Zen-Meditation, Buddhismus oder andere Formen alternativer Religion haben laut Meinungsumfragen weniger als 5% der Deutschen gemocht. Und selbst da, wo die Erfahrungen dichter sind, wie etwa beim Wahrsagen oder der Astrologie, beurteilten die Befragten ihre Erfahrungen eher als negativ und gaben an, davon nicht mehr Gebrauch machen zu wollen. Also die Idee der Religionssoziologie der 60er Jahre, Stichwort Thomas Luckmann, dass sich Kirchlichkeit auflöst und verallgemeinert in eine unsichtbare Religion, diese Idee hat sich meines Erachtens nicht erfüllt. Können wir, meine Damen und Herren, diese Trends, Entkirchlichung, Anstieg der Zahl der Konfessionsfreien und Säkularisierung sowie Nichtpluralisierung erklären? Wenn Sie diese Frage vor 30, 40 Jahren gestellt hätten, dann hätte Ihnen jeder Soziologe oder jeder andere Gesellschaftswissenschaftler die Antwort gegeben, dass das eben so sein müsse. Damit einer steigenden Modernisierung die Religion nahezu automatisch an Bedeutung verliere, Säkularisierung halt, und vermutlich hätte er mit den Achseln gezuckt, was die Frage eigentlich soll. Von dieser Idee, dass es dort einen Automatismus gäbe, haben wir uns weit entfernt. Wir müssen nach Gründen suchen, warum es zu einer solchen Entwicklung gekommen ist. Das macht die Angelegenheit für mich intellektuell spannend, aber das macht die Angelegenheit für die Beteiligten auch unbequem. Die Säkularen, also diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass religiöses Leben vermindert wird, können sich nicht mehr darauf verlassen, dass es eben so kommt. Und die Religiösen müssen sich nach eigener Verantwortlichkeit für diese Fehlentwicklungen aus ihrer Binnensicht entsprechend fragen lassen. Warum gibt es diesen Trend der Entkirchlichung? Für mich soll jetzt in den folgenden Minuten vor allen Dingen eine Fragestellung im Vordergrund stehen, nämlich die Frage nach der sich wandelnden Perspektive von Staat, Gesellschaft und Religionsgemeinschaften. Und ohne dass wir uns abgesprochen haben, Herr de Waal, glaube ich, dass die Tagungsregie sozusagen ganz glücklich das ineinander gefügt hat, weil ich mich auf vieles beziehen kann, was Sie uns so beredt und so anschaulich im ersten Vortrag schon vorgeführt haben. Insgesamt scheint mir die Lage des religiösen Feldes davon geprägt zu sein, dass es stark erodiert, sich in Grenzen pluralisiert und weiterhin stark von den beiden christlichen Kirchen geprägt wird. Die katholische und die evangelische Kirche sind so fest institutionalisiert, dass es daneben nur wenig Platz für andere Religionsgemeinschaften zu geben scheint. Der Religionssoziologe Karl Gabriel nennt das einen asymmetrischen Pluralismus, den er vor allem für das alte Westdeutschland beobachtet. Gleichzeitig aber, und das muss für jeden Religiösen eine besondere Herausforderung sein, führt diese Dominanz zu einer Säkularisierung. Die Zahl derjenigen Menschen, die sich überhaupt mit Religion in irgendeiner Art und Weise beschäftigen, geht zurück. Es wächst der Anteil der dezidiert Nicht-Religiösen. Und das zeigt mir, dass die Situation in Deutschland in keiner Weise religionsproduktiv ist, in dem Sinne, dass neue Formen, Sprache oder Ansätze religiösen Lebens aufkommen wird. Ganz zugespitzt kann man Folgendes sagen. Die institutionelle Stärke der großen Kirchen ist nicht nur nach innen hin ein Problem,
sondern sie lähmt auch das religiöse Feld insgesamt. Also wenn jemand ein dezidiertes Interesse daran hat, dass es transzendent orientiertes Leben gibt, dann muss ihn das in große Sorge stürzen. Und wesentlich gestützt wird diese Situation, und da versuche ich nun für den Apfelsaft zu werben, statt sozusagen der klaren Rechtsauslegung, wie Sie uns die vorgeführt haben, Herr Dewald, scheint mir doch durch die besondere Konstellation im Staat-Kirche-Verhältnis zu liegen, wie es sich hier in Deutschland ausgebildet hat. Und Sie müssen mir verzeihen, wenn ich jetzt juristisch etwas stümpere. Ich habe versucht, mich also auch in der Literatur der Rechtswissenschaftler zu orientieren. Und da sieht man natürlich, dass im Grundgesetz 1949 die Artikel der Weimarer Verfassung, die Kirchenartikel der Weimarer Verfassung, fast 1:1, Sie hatten uns das erläutert, übernommen wurde. Aber mir scheint doch, dass man in der politischen Praxis, und da scheint mir gelegentlich doch zwischen dem Verfassungstext und der Verfassungswirklichkeit ein Bruch zu liegen, dass man in der politischen Praxis diese Kirchenartikel durchaus religions- bzw. im deutschen Fall kirchenaffiner ausgefüllt hat. Insgesamt gesehen wurde die Bundesrepublik sicher kein klerikaler Staat. Und dennoch blieben eine ganze Reihe von Eigenheiten, die die besonderen Probleme des religiösen Feldes, nämlich die Nicht-Religionsproduktivität, zu erklären helfen. Jetzt kann ich mir so einige Punkte hier sparen, weil Herr Dewall die entsprechenden Verbindungen, die Sie als klare Trennung, aber trotzdem als Schnittflächen zwischen Staat und Gesellschaft beschrieben haben, schon genannt hat. Also es geht eben die Aufsicht der öffentlich-rechtlichen Medien, der Einfluss der Kirche in der Kirchen- und Religionsgemeinschaften in Schule und Hochschule und die besondere Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Bereits zeitgenössisch, also als man 1949 das Grundgesetz auf den Weg bringt, hatte man die Besonderheit des damit zugrunde gelegten Staat-Kirche-Verhältnisses erkannt und in Ansätzen auch kritisiert. Und hier zitiere ich nun mit Rudolf Svendt, einen protestantischen Staats- und Kirchenrechtler, der 1951 eben von dieser auch von ihm bereits genannten hinkenden Trennung zwischen Kirche und Staat sprach. Was schreibt Svendt? Das ist jetzt teilweise wörtlich, teilweise etwas umschrieben. Svendt schreibt, der Staat habe es versäumt, seine Position gegenüber den Kirchen stärker herauszustellen. In der jetzt wörtlich notgedrungenen Kompromissformel des Bonner Grundgesetzes habe der Gesetzgeber geglaubt, darüber hinweggehen zu können. So seien kirchliche Freiheitsrechte gewährt worden, ohne aber, jetzt wieder wörtlich, ihre gleichzeitige grundsätzliche Begrenzung durch die staatliche Souveränität zu definieren. Versucht man diesen Satz in die politische Praxis hinein zu verfolgen, dann sieht man, dass in der politischen Kultur der Adenauer-Ära letztlich auf eine gewisse Homogenität der vorhandenen religiösen Überzeugungen und den Grundvorstellungen staatlichen Zusammenlebens abgehoben wurde. Nehmen Sie einen CDU-Politiker, Familienminister seiner Zeit wie Franz Josef Würmeling, der im Kabinett Adenauer tätig war, dann sehen Sie sofort, was damit gemeint ist. Und in diesem Sinne funktionierte das religionspolitische Zusammenspiel in den 50er und Anfang der 60er Jahre für Politik und Kirchen ganz hervorragend. Das war eine Win-Win-Situation, die zur Überwindung des Zweiten Weltkriegs und auch zu einer ganz spezifischen Umgangsweise mit dem Nationalsozialismus und insbesondere mit der Verfolgung und Ermordung der Juden in Europa entsprechend beigetragen hat. Ob man das positiv oder negativ sieht, das muss man hier an dieser Stelle nicht diskutieren. Aber es gab einen Preis dafür zu bezahlen. Und das war die Ausblendung der Ansprüche anders religiöser Menschen und nicht religiöser Menschen. Und der Preis stieg mit der stärkeren Pluralisierung und Heterogenität des religiösen Feldes. Und er steigt weiter, weil die Pluralisierung zunimmt. Die aktuelle Religionspolitik aber, wie auch die Diskussion gesellschaftlicher Fragen in dieser Hinsicht, orientiert sich in hohem Maße nach wie vor an dieser hinkenden Trennung von Staat und christlichen Kirchen. Das damit etablierte hohe Kooperationsniveau hält sich in vielen Bereichen bis heute. Und dann komme ich doch nochmal auf die Bereiche zu sprechen, die uns auch Herr Dewall heute Morgen einmal vorgeführt hat. Die Jugend- und Sozialhilfegesetzgebung ist auf die Bedürfnisse der freien Wohlfahrtspflegeträger. Und wenn wir uns das jetzt in der politischen Praxis angucken, dann sind diese freien Wohlfahrtsträger eben zu 80% und 90% Caritas und Diakonie, also kirchlich-konfessionell gebundene
entsprechende Einrichtung. Und dass Caritas und Diakonie heutzutage zu den größten nicht öffentlichen Arbeitgebern Deutschlands gehören, sogar europaweit die größten nicht öffentlichen Arbeitgeber entsprechend sind, hängt genau damit zusammen. Und die Probleme, die erleben wir, all diejenigen, die regelmäßig in die Zeitung schauen, beispielsweise immer wieder das Konfliktpotenzial, was sozusagen für die Gesellschaft, aber auch für die Kirchen eine erhebliche Belastung entsprechend darstellt. Das System des staatlichen Kirchensteuereinzugs haben wir bereits behandelt und auch die Verankerung der Kirchen als in den Religionsunterrichten der staatlichen Schulen haben wir bereits gesehen. Auch dort würde ich mit Blick auf die entsprechende Erziehungspraxis nochmal eine Problematisierung versuchen. Noch nie, meine Damen und Herren, wurde so viel, so professionell und auf so hohem Niveau an staatlichen Schulen Religionsunterricht erteilt wie seit 1945. Aber ich erinnere an die Zahlen, die ich vorab vorgeführt habe, die Ergebnisse sind mau. Dieses Verharren im Alten, also warum man heute in den religionspolitischen Bahnen der 1950er Jahre weiterhin bleibt, ist leicht zu erklären. Dieses Modell hat in der Vergangenheit funktioniert, ohne Not wird man da nichts ändern. Es findet sich auch kein politischer Akteur, der eine solche Debatte entsprechend aufgriffe. In der einen der großen Parteien, in der CDU, ist jede Diskussion um Religion zugleich auch eine mittelschwere Identitätskrise, die weite und aus Sicht der Parteiführung verheerende Kreise zöge. Und aus Sicht der SPD, denke ich, lässt man aktuell die Finger von einem Thema, wo man doch gerade erst seit 50 Jahren den Ruch des Pfaffenfressers und Bilderstürmers abgeschüttelt hat. Was die Position der FDP betrifft, Herr Morlock hatte auf das Kirchenpapier von 1974 erwiesen, kann man aus meiner Sicht ganz geteilter Ansicht sein. Der jüngste Vorstoß in Sachsen beispielsweise, den staatlichen Kirchensteuereinzug zu verändern, war nicht unbedingt glücklich und scheint vielleicht eher aus einer besonderen Konstellation in diesem Bundesland herzurühren, vielleicht sogar aus persönlichen Animositäten zwischen Parteiführung und Kirchenleitung, als dass es tatsächlich eine weitreichende Perspektive entwirft. Zivilgesellschaftlich sind ebenfalls keine Initiativen erkennbar, die eine breite Bewegung hinter sich hätten. Die Diskussion ist insgesamt hochgradig polarisiert. Welches Problem haben wir damit? Auf diese Weise verfehlen wir nicht nur die Herausforderung einer neuen Heterogenität, sondern provozieren auch eine ganze Reihe von eigentlich vermeidbaren Problemen. Die hinkende Trennung von Kirche und Staat als Win-Win-Situation in den 50er Jahren birgt heute ein Konflikt- und Streitpotenzial, und zwar für alle Beteiligten, sowohl für den Staat wie auch für die Gesellschaft und, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein, auch für die großen Kirchen selbst. Und ich möchte das einmal diskutieren und fange mit diesem letzten Punkt an. Ich möchte das zu der Frage zuspitzen: Haben eigentlich katholische Kirche und evangelische Kirche von dieser hinkenden Trennung, wie ich sie Ihnen vorgeführt habe, profitiert? Das stellt die allgemeine Frage: Wann sind Religionsgemeinschaften eigentlich erfolgreich? Was sind die Gradmesser eines solchen Erfolges? Und mir scheint es so zu sein, dass religiöse Lebensformen dann besonders erfolgreich sind, wenn es ihnen gelingt, sich in den Zusammenhang der Gesellschaft zu integrieren, eigene Inhalte mit anderen gesellschaftlichen Themen zu verbinden, zu außerreligiösen sozialen Gruppen in Beziehung zu treten und sich zugleich aber, das scheint mir ganz wichtig zu sein, durch den Transzendenz oder christlich gesprochen durch den Gottesbezug ein eigenes Profil zu bewahren. Natürlich sind oder besser gesagt waren, die Finanzkrise klopft auch in den evangelischen Landeskirchen und bei den katholischen Bistümern an, waren diese Bistümer und Landeskirchen finanzstark wie kaum eine andere Kirchenstruktur weltweit. Natürlich sind die Möglichkeiten der Verbreitung eigener Anschauung enorm, hat man doch in Schule, Hochschule, aber auch in den öffentlich-rechtlichen wie auch privaten Medien hervorragende Anknüpfungspunkte. Nur religionsproduktiv im Sinne der Kirchen scheint mir diese Konstellation nicht zu sein. Die Kirchen haben meines Erachtens von dieser sehr direkten Zuordnung zum Staat nicht profitiert. Ihre Reaktion auf die steigende religiöse Vielfalt ist rein defensiv und erstaunlich phlegmatisch, man möchte schon fast sagen leblos. Die Sozialformen, in denen sich christliches Leben heute zeigt und organisiert,
sind hochgradig gesellschaftlich integriert und gestützt, aber zugleich für religiös Suchende unattraktiver denn je. Wenn wir heute von einer neuen Präsenz des Religiösen reden, Friedrich Wilhelm Graf tut das beispielsweise in seinem Buch von der Wiederkehr der Götter, dann handelt es sich daher nicht um die Rückkehr des Alten, sondern allenfalls um Formen einer postsäkularen Religion, die doch viel stärker als früher durch Pluralisierung, Individualisierung der persönlichen Glaubensinhalte sowie eine starke Fragmentierung und ein Zusammenschmelzen ganz unterschiedlicher Traditionsbezüge entsprechend geprägt ist. Wäre es hier nicht angebracht, auch aus den Kirchen selbst heraus über den Status als starke und staatsnahe Institution nachzudenken? Und wenn Sie auf den Katholizismus in Deutschland schauen, dann zeigt sich schnell, dass es Ansätze dazu gibt. Als Papst Benedikt, der damalige Papst Benedikt XVI. In seiner Freiburger Rede von Entweltlichung sprach, da hat es die Bischofskonferenz in rasender Geschwindigkeit geschafft, diesen Anstoß wegzudiskutieren, als ob sich hier nur Josef Ratzinger als Theologieprofessor ganz weltfremd geäußert hätte. Nun aber, das haben Sie alle mitverfolgen können, seit der Einsetzung vom neuen Papst Franziskus, hat auch dieses Stichwort noch einmal in die Debatte gebracht, Entweltlichung, und dem auch gleich eine ganz klare Richtungsangabe mitgegeben, wenn er eine arme Kirche für die Armen forderte. Ich will das Blatt einmal wenden und danach fragen, warum diese besondere Konstellation auch ein Problem für Staat und Gesellschaft sind. Wir haben eine religiös, großkirchlich, christliche Schlagseite und haben dadurch bestimmte religionspolitische, religiöse Probleme, die wir eigentlich verhindern können. Und das hat auch die kurze Fragerunde, die wir eben gehabt haben, ergeben, als Elefant im Raum, also als das Thema, was eigentlich in vielen Fragen mitschwingt, ist es natürlich besonders die Diskussion um die Stellung des Islam, die diese Frage entsprechend berührt. Und ich meine, dass diese besondere religionspolitische Konstellation, diese hinkende Trennung von Kirche und Staat, tatsächlich die Integration von Gemeinschaften anderen religiösen Bekenntnisses eher blockiert als fördert. Jede Gesellschaft hat den Islam, den sie verdient. So hat das Wilhelm Rath, ein niederländischer Soziologe, mal ganz prägnant gefasst. Und wenn wir uns also über islamische Parallelgesellschaften, wie das in den 90er Jahren der Fall war, mokieren, dann sollten wir die Mechanismen des Umgangs zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften in Deutschland einmal sehr genau in den Blick nehmen und danach fragen, wie genau diese entsprechenden Strukturen zustande kommen. Die Deutschen, so hat eine empirische Befragung des Exzellenzclusters Religion und Politik ergeben, aus dem Jahr 2011, und der Religionsmonitor von Bertelsmann nimmt das nochmal auf, haben einen wesentlich kritischeren Blick auf den Islam als beispielsweise ihre europäischen Nachbarn in Frankreich, Dänemark oder in den Niederlanden. Stärker als die dortige Bevölkerung sind die Deutschen gegen den Bau von Moscheen oder Minaretten, und sie sprechen sich weniger dafür aus, den Anhängern anderer Religionen gleiche Rechte zuzugestehen. Warum ist das so? Das sind auch Befragungsergebnisse, es sind nicht die direkten Kontakte zu Muslime, die diese Anschauung prägen, im Gegenteil. In Deutschland, so gaben die Befragten an, gibt es besonders wenige direkte Kontakte zwischen nicht-muslimischen Deutschen und Angehörigen islamischer Glaubensgemeinschaft. Daher sind es eher unwillkürliche Übertragungen der internationalen Berichterstattung mit ihren Beispielen tatsächlichen oder vermeintlichen islamischen Terrors, die die Wahrnehmung besonders beeinflussen. Dieser Zusammenhang aber existiert nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich schaut man die Nachrichten und sieht natürlich internationale Konstellationen. Warum also tut sich insbesondere die deutsche Gesellschaft schwer mit religiöser Vielfalt, die im Moment besonders repräsentiert wird durch den Islam? Und auch hier gilt noch einmal die Regel, es sind in der Regel nicht die wenigen neu Hinzukommenden, die die Situation in einer Gesellschaft entscheidend bestimmen. Stattdessen sind es die vielen heimischen Menschen und die von ihnen getragenen Konventionen, Überzeugungen, die ihrerseits determinieren, wie sich die Neuen integrieren oder eben außen vor bleiben. Was ich besonders beobachten kann, ist,
dass in Konfrontation mit dem Islam auch Kreise das Christentum als eine Kulturkomponente für sich entdecken, die mit den Kirchen eigentlich nichts am Hut haben, die für sich jüdisch-christliche Traditionen propagieren, um damit gegen Pluralisierung aufzutreten. Als Gegengruppe in vieler dieser islamkritischen Diskussionen, die wir haben, treten nicht die Christen auf, sondern die Nicht-Muslime. Der Bezug auf Religion entwickelt sich in diesem Zusammenhang eher abstrakt. Das Christentum gewann und gewinnt in diesen Abwehrreflexen nicht als religiöse Überzeugung an Gewicht, sondern vor allem als Traditionselement eines, und jetzt hören Sie bitte die Anführungszeichen ganz groß mit, eines abendländischen Kulturkreises. Das Läuten von Kirchenglocken erscheint für viele Leute heute weniger als Einladung zu einer Messfeier oder zu einem Gottesdienst, sondern vor allem als Teil des Brauchtums. Und diese Haltung der Cultural Defense, also der kulturellen Verteidigung, schadet sowohl dem gesellschaftlichen Miteinander wie auch den Kirchen selbst, die nur sehr vordergründig dadurch eine Stärkung erfahren. Herausfordernd ist meines Erachtens diese Konstellation vor allem für den Staat. Eine hinkende Trennung, die als Privilegierung der christlichen Großkonfessionen wahrgenommen wird, ist mit den heutigen Konstellationen des religiösen Feldes eigentlich nicht vereinbar. Ich will ein praktisches Beispiel dafür geben und da greife ich nochmal eine Bemerkung von Herrn de Waal auf. Das juristische Konstrukt der Körperschaft des öffentlichen Rechts mag sozusagen rechtsdogmatisch ein Gleichheitsversprechen beinhalten. Und es ist ganz richtig, es sind viele Religionsgemeinschaften, die dieses besondere Konstrukt für sich in Anspruch nehmen können. Aber es gibt eben eine besondere restriktive Zuerkennungspraxis der Länder und auch bestimmte Anforderungen, die sozusagen theologisch aus dem Islam heraus gar nicht zu erfüllen sind. Es wäre weniger die Dauer, sondern die Definition von Mitgliedschaft beispielsweise, die im Islam aus religiösen Gründen ganz anders definiert ist, als es beispielsweise in den christlichen Konfessionskirchen entsprechend der Fall ist. Und hier scheint mir dann über Verwaltung, über Rechtsprechung letztlich für die islamischen Gemeinschaften die ein oder andere organisatorisch-theologisch unüberbrückbare Hürde aufgebaut zu sein, anstelle dort nach Wegen zu suchen, diese Integration entsprechend zu fördern. Erst langsam zeigen sich Ansätze zu einer Aufhebung dieses Zustandes, in dem religiöse Gemeinschaften unterschiedlichem Bekenntnis gleiche Möglichkeiten eingeräumt werden. Die Ausbildung islamischer Religionslehrer und Lehrerinnen an staatlichen Schulen, an staatlichen Hochschulen ist ein Beispiel dafür. Die Anerkennung islamischer Feiertage im Stadtstaat Hamburg wäre ein weiteres Beispiel dafür. Und in dem Sinne müsste Religionspolitik meines Erachtens heute weiter darauf hinsteuern, diese Gleichberechtigung auf der einen Seite und auch die wachsende Anerkennung von Rechten der Gruppe der Nichtreligiösen entsprechend hier einzulösen. Das ist, meine Damen und Herren, aus der historischen Perspektive heraus kein Plädoyer für einen säkularen Staat. Ich will diesem möglichen Missverständnis durch eine abschließende Bemerkung vorbeugen. Wenn der Abstand des Staates zu allen Religionsgemeinschaften grundsätzlich gleich ist und zugleich auch die Rechte der Nichtreligiösen gewährleistet sind, dann spricht nichts gegen eine kooperative Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat, Gesellschaft und Religionsgemeinschaft. Das ist letztlich eine politische Entscheidung, die getroffen werden muss, die in der Demokratie sozusagen ausdiskutiert, ausgefochten werden muss. Und dann muss sich die Gemeinschaft, die Gesellschaft entscheiden, in welche Richtung man sich dort orientieren will. Die Garantie von Religionsfreiheit, wie auch die staatlich-religiöse Neutralität und die Unparteilichkeit des Staates, sind aber wiederum die Voraussetzung dafür, von den Religionsgemeinschaften, insbesondere die Bindung an Verfassung und Gesetz, als erste Basis unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens einzufordern. Wenn aber der Abstand des Staates zu allen Religionsgemeinschaften gleich ist, wenn die Religionsfreiheit wie auch die Rechte der Nichtreligiösen gewährleistet sind, dann spricht in diesem Sinne nichts gegen eine kooperative Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Kirchen. An diesem Ideal der Balance aber, meine Damen und Herren, so würde ich sagen, mit einem historisch informierten Blick auf die derzeitige Situation in der Bundesrepublik, auf die derzeitige religionspolitische Konstellation in der Bundesrepublik, müssen wir tatsächlich noch arbeiten. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und bin gespannt auf Ihre Fragen und Kommentare.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Groß-Bölting. Gut, dass Sie den letzten Satz noch mal gesagt haben, dass es kein Plädoyer für einen säkularen Staat gewesen sei. Ich hatte mir dann zu Anfang ein bisschen gedacht, ob Sie eigentlich schon eine Einladung der Deutschen Bischofskonferenz haben, um das dort auch mal vorzutragen. Bitte, nehmen Sie Platz. Also es gibt keine... Ist das an? Ich glaube, das ist an, ja. Es gibt keine Einladung der Deutschen Bischofskonferenz, aber es gibt schon die Einladung zu einem sogenannten Salongespräch mit Kardinal Marx, also dem Erzbischof von München, wo wir versuchen werden, diese Dinge mal miteinander zu diskutieren. Ja, ob es mir allerdings gelingt, gegenüber Kardinal Marx, der sozusagen sicherlich ein wortgewaltiger Mann ist, tatsächlich dort meine Position auch vorzutragen, das wird sich dann zeigen. Das ist eben meine Krux, die ich hier habe, sozusagen die andere Seite hier zu vertreten als Moderator. Aber ich könnte natürlich auch sagen, als Münsteraner, Herr Groß-Bölting hat ja gar keine Schwierigkeiten. Er braucht nur von seinem Seminar oder aus seinem Büro rausgucken. Hat er auf der einen Seite den Dom, auf der anderen Seite das Elend, das er uns hier beschrieben hat, zwischen den Kirchen und dem säkularen Staat. Aber vielleicht doch von mir zwei, drei Fragen. Wo finden Sie das Elend? Wenn Sie rausgucken bei Ihrem Gebäude. Ja, also da sehe ich auf der einen Seite den Dom und das Elend. Das Elend ist das, was Sie beschrieben haben. Okay. Das in Münster vielleicht etwas anders gesehen wird, als Sie es darstellen, um es mal so zu formulieren. Aber das sind jetzt Insiderwissen. Ich würde gerne mal Sie fragen, wie gesagt, bevor wir dann ins Publikum reingehen. Sie haben in der Tat beschrieben, die größten Organisationen, Caritas, Diakonie, 80-90%. Lassen Sie mich die ketzerische Frage stellen, was wäre denn, wenn wir diese Institution nicht hätten von kirchlicher Seite? Das ist eine grundsätzliche Frage. Bei den Angriffen stellt sich ja immer die Frage, lassen Sie uns mal von hinten denken, wenn das alles nicht wäre, welchen Einfluss auf sozusagen das Zusammenleben, auf ein friedliches Zusammenleben haben die großen Kirchen, haben die Religionen? Das steckt auch dahinter. Es wird nicht so kommen, dass wir in den nächsten Jahren die grundsätzliche Abschaffung dieser freien Wohlfahrtspflege erleben. Ganz im Gegenteil, dieses Prinzip der freien Wohlfahrtspflege, nachdem die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die aktiv sind, auch in diesen eigentlich staatlich zu besorgenden Bereichen eine besondere Möglichkeit bekommen, halte ich für grundrichtig. Ich will aber vor allen Dingen mal aus Sicht der Kirchen selbst argumentieren. Werfen wir zunächst einen staatlichen Blick. Die Idee ist schon, dass freie Wohlfahrtspflege eben tatsächlich ein Abbild dieser zivilgesellschaftlichen Strukturen bildet. Und da sind meines Erachtens große Fehler gemacht worden. Ein großer Fehler besteht darin, dass wir nach 1990 in der ehemaligen DDR sozusagen die freie Wohlfahrtspflege zu 90-95% eben wieder Caritas und Diakonie überantworten, obwohl das in keiner Weise der Religionsstruktur dieser Gebiete, die dann zur Bundesrepublik gekommen sind, entspricht. Man könnte natürlich ketzerisch sagen, die gleichen Fehler machen wir ja im Augenblick auch auf anderen Gebieten. Dass wir sozusagen mit der Wiedervereinigung was abgeschafft haben in den ehemaligen oder den Bundesländern und das jetzt wieder mühsam aufbauen. Aber das nur eine Randbemerkung. Was der Clou wäre, ist natürlich, dass man versuchen würde, nicht nur einen katholischen, einen evangelischen Wohlfahrtsverband zu haben, nicht nur einen jüdischen Wohlfahrtsverband, den es schon seit Jahrzehnten gibt, sondern gerade wenn wir auf das Problem der Integration des Islams schauen, müsste man darauf hinwirken, dass sich auch die islamischen Verbände irgendwie dazu durchringen, einen eigenen Wohlfahrtsverband zu gründen. Aber es gibt auch die AWO. Und natürlich auch andere weltanschauliche Gemeinschaften, die nicht religiös geprägt sind, sondern aus anderen Motivationen heraus entsprechend kommen. Und ich glaube, dass ich bin selbst ein religiöser Mensch, auch wenn das vielleicht manchmal nicht so geklungen haben mag, aber ich glaube, dass es auch aus der Perspektive der Kirchen selbst um diesen Grundsatz, dass es eine freie Wohlfahrtspflege geben soll, um den Grundsatz, dass Religionsunterricht an staatlichen Schulen legitim ist, müssten die Kirchen selbst darauf hinarbeiten, dass auch andere religiöse Anbieter entsprechend beteiligt werden. Für die Kirchen, für die Legitimation eines staatlichen Religionsunterrichts ist es wichtig, dass eben auch islamischer Religionsunterricht angeboten wird, weil damit das Prinzip des Religionsunterrichts insgesamt gestärkt wird. Und heutzutage, gerade diese Wohlfahrtspflege, würde ich meinen, ist ein großes Ärgernis. Jeder von Ihnen, der die Presse entsprechend verfolgt, wird auch im regionalen, lokalen Bereich verfolgen können, dass alle regelmäßig, alle 2 bis 3 Wochen, doch das Problem der wiederverheiratet geschiedenen Kindergärtnerin in einem konfessionellen Kindergarten
der Oberstudienrat oder Studiendirektor an einem kirchlichen Gymnasium, der nicht entsprechend den religiösen Vorgaben entspricht. Das ist doch sozusagen ein fortwährendes Ärgernis, was sozusagen mit Blick auf die Urtexte des Christentums kaum noch ein christliches Miteinander in diesen Strukturen beschreibt. Und das ist nicht nur ein Imageproblem, sondern ein wirkliches Glaubwürdigkeitsproblem derjenigen, die aus diesen religiösen Strukturen heraus agieren. Sind religiöse Betriebe Tendenzbetriebe in Ihren Augen, die also sagen können, wo es lang geht oder was sie wollen und nicht? Wenn ich mich in ein katholisches Krankenhaus begebe als Arzt, muss ich vielleicht wissen, dass die Abtreibung nicht gerade das ist, was die katholische Kirche propagiert. Wenn ich zur Bildzeitung gehe, weiß ich auch, wo ich hingehe, anstatt zum Spiegel, da sind sicherlich auch Unterschiede. Wieso wird das da nicht thematisiert, aber immer bei den Kirchen? Da stecken zwei Fragen drin. Den letzten Schlenker, den Sie machten, wieso wird das bei den Kirchen thematisiert? Ja. Und die erste Frage ist die nach den Tendenzbetrieben. Oder warum wird es den Kirchen insgesamt so häufig abgesprochen, auch von der Rechtsprechung? Ich sage nicht, dass das nicht richtig ist. Aber ob das von der Rechtsprechung abgesprochen wird, das glaube ich nicht. Also im Gegenteil, die Rechtsprechung, so wie ich sie als juristischer Laie verfolgt habe. Das Bundesarbeitsgericht ist da auf dem Wege doch. Eine Wahllockerung einzuführen, also dass nicht mehr alles durchgeht, dass die Anästhesistin mit ihrem Glauben, wenn sie evangelisch oder geschieden ist, dass man nicht sagen kann, was beträgt also der Glaubensanteil bei einer Anästhesistin sozusagen zu ihrem Arbeitsverhältnis bei. Nicht? Da sind durchaus Tendenzen beim Bundesarbeitsgericht, aus meiner Sicht jedenfalls zu erkennen, die das auflösen, also durch weltliche Organisation, wenn man so will. Nicht? Ich glaube, zu der Frage müsste man tatsächlich Herrn De Wall noch mal dazu bitten. Ich kann aber auf die zweite Frage wahrscheinlich etwas präziser eine Antwort geben. Warum wird dieses Thema insbesondere mit Blick auf die Kirchen immer wieder aufgegriffen? Weil wir auf der einen Seite natürlich einen hohen Anspruch, einen hohen Selbstanspruch der christlichen Träger von Sozialeinrichtungen, von Bildungseinrichtungen haben und auf der anderen Seite sozusagen der Graben zwischen den dort entzogenen Freiheitsrechten, und das scheint mir eine Empfindung zu sein, die viele teilen, und zwischen dem, was sozusagen an arbeitsrechtlicher und disziplinarischer Praxis gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Und wir haben ja nun einen größeren Teil von Kirchenmitgliedern, die eben nicht nur über die Taufe oder über die Kirchensteuer an die Institutionen gebunden sind, sondern auch über den Arbeitsvertrag. Und da muss man nun theologisch, kirchlich, pastoral sehr genau aufpassen, ob man dort nicht eben Freiheitsrechte, die eigentlich als selbstverständlich gelten, einschränkt zugunsten einer Bindung an die Institution. Die Frage vielleicht noch, bevor ich ins Publikum reingehe. Sie haben uns ja Zahlen genannt, das Abnehmen der Religionsgemeinschaft mit den Mitgliedern. Mal in die Zukunft geschaut. Ist das in Deutschland wesentlich stärker, der Gang oder der Weg weg vom Religiösen, als in anderen europäischen Ländern? Erstens. Zweitens dann, würden Sie prognostizieren, wann wir einen ganzen säkularen Staat haben und die Religionsgemeinschaften keine Rolle mehr spielen? Der klassische Vergleichspartner bei solchen Fragen nach den Tendenzentwicklungen wären nicht die westeuropäischen Staaten, sondern die USA. Auch in den USA haben wir nach den neuesten Gallup-Umfragen, also nach den dortigen Volksbefragungen sozusagen einen Säkularisierungsschub zu verzeichnen, aber auf einem ganz anderen Niveau. Also sozusagen die religiöse Betätigung ist nach wie vor hoch, aber es ist signifikant so, dass es Säkularisierungsphänomene gibt. Im Vergleich dazu fällt das religiöse Feld in Deutschland weit ab. Also die Nichtbetätigung in religiöser Art und Weise ist in Deutschland hoch ausgeprägt und ist auch im westeuropäischen Vergleich höher ausgeprägt als beispielsweise in Frankreich. In den skandinavischen Ländern, da starten wir auf einem sehr viel niedrigeren Niveau, aber dort gibt es zum Teil sogar Zuwächse derjenigen, die sich religiös betätigen. Und da würde ich einige dieser Entwicklungen schon auf diese besondere Konstellation, auf diesen wieder deutschen Sonderweg in diesem Staat-Kirche-Verhältnis zurückführen. Aber wenn Sie die USA nehmen, manche sagen ja, vieles, was wir da haben, würde in unseren Augen Sektentum. Ist das nicht doch ein Unterschied? Kann man die USA in dieser Beziehung tatsächlich mit Deutschland vergleichen, was also den Bereich des Religiösen angeht? Sie haben sicherlich recht, dort ist das Religiöse in Ausprägung vorhanden. Also ich kenne es ja selber, weil ich häufig da bin, die wir uns hier nicht vorstellen können. Hier würden wir das als Sekte tatsächlich bezeichnen. Insofern habe ich etwas Bedenken, dass Sie also die USA als Vergleich zu Deutschland heranziehen. Die USA als Vergleich zu Deutschland nur in dem Sinne, dass wir eben diese Tendenz, wie wird sich religiös betätigt, zeigen können entsprechend.
Ich glaube aber auch, dass sie mit diesem... In den USA ist Scientology ohne Probleme machbar, während wir hier große Probleme haben, verfassungsrechtlicher Art oder verfassungsschutzrechtlicher Art. Mhm. Da sehen wir doch schon die Unterschiede, meine ich. Ich bin auch sicher kein Befürworter eines Systems, wie wir es in den USA haben. Ich wünsche mir auch keine Job-Churches, wo sozusagen in ehemaligen Geschäften dann Kleinkirchen eingerichtet sind. Das sind auch Institutionen, die dann sozial oder auch diese stark kommerzialisierten Formen der Fernsehprediger beispielsweise, das ist nichts, was ich mir wünsche für den deutschen Fall. Aber umgekehrt zeigen sie natürlich mit diesem Misstrauen gegenüber dem Vergleich, dass wir in Deutschland doch immer noch sehr stark eine ganz besondere Anschauung darauf haben, was eigentlich eine legitime Religion ist. Und unser Denken über Religion ist hochgradig geprägt, selbst bei denjenigen, die nicht religiös tätig sind, von den Vorbildern der beiden großen Konfessionskirchen. Und was da drumherum kreucht und fleucht in religiöser Hinsicht, wird eigentlich mit sehr viel Skepsis betrachtet. Da werden wir, wie Sie es ja erwähnt, beim Islam da noch sicher drauf kommen. Ja, ja. Und man wird da aufpassen müssen, dass man dann eben nicht in der Rechtsprechung, da sehe ich auch Dinge, die ich vielleicht anders beurteilen würde, aber da bin ich zu sehr Laie, als dass ich das im Einzelnen kommentieren mag, aber dass wir doch in der politischen Praxis und in der politischen Kultur vielleicht diese großkirchlich-christliche Schlagseite allzu sehr auch zur Leitlinie unseres eigenen politischen Handelns machen. Vielleicht mal eine zweite Frage, die Sie noch beantworten wollten. Wann haben wir den säkularen Staat aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht? Da müssen wir lange darüber sprechen, was eigentlich ein säkularer Staat ist. Die USA, um wieder dieses Beispiel heranzuführen, sind nominell säkular und trotzdem ist diese Gesellschaft hochgradig religiös geprägt. Wir werden keine abrupten Brüche erleben, aber ich denke, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine Zunahme von Konflikten, Diskussionen um religionspolitische Fragen erleben werden und dass wir nach und nach, je nachdem wie beweglich Politik, Rechtsprechung und Gesellschaft da sind, auch eine Anpassung von bestimmten Formen erleben werden. Die christlichen Kirchen sind und werden auch in naher Zukunft weiterhin die größten Anbieter von religiöser Deutung und religiöser Praxis sein. Und trotzdem werden sie in ihren volkskirchlichen Strukturen wahrscheinlich ganz große Veränderungen entsprechend erfahren. Also wir bleiben bei dem, was Ihr Lehrer Nipperdey gesagt hat und das, was Sie zu Anfang gesagt haben. Wir trinken weiter gerne Naturtrüben Apfelsaft. Es bleibt also und ist trotzdem gesund. Herzlichen Dank erstmal. Und dann würde ich gerne noch dort, dort und dort drei Fragen. Sie bekommen ein Mikrofon. Ich habe meine Uhr da liegen. Danke, ich wollte zum Datum, also Kalenderdatum, 9. Mai 2011 etwas sagen. Das ist natürlich nicht so gedeutet wie der Bertelsmann Religionsmonitor, aber es ist der Zensus. Und ich habe natürlich als Interviewer ein Schweigegelübde abgelegt, kann dazu aus meinen Erlebnissen mit den Befragten nichts sagen, aber der Fragebogen ist schon interessant, denn an für sich gibt es ja Auskunftspflicht. Und man muss dann als Interviewer, wenn dem Fragebogen folgt, weil noch wir unbedingt etwas was wissen wollten zu Islam, sagen, so, jetzt hört die Auskunftspflicht auf, jetzt kommt eine freiwillige Frage. Und wenn die dann vorbei ist, ob der Alawit ist oder was noch alles, sage ich, so, jetzt geht es wieder weiter mit der Auskunftspflicht. Also ein bisschen ulkig, aber die Ministerien, die zuständig, wollten das so. Jetzt haben wir die Ergebnisse und am 31. Mai diesen Jahres veröffentlicht. Und die Landesämter haben das etwas schöner manchmal gemacht als der Bund. Ich habe mir das Bayerische genau angeschaut. Da haben wir eine Torte mit 3 Stücken verglichen mit dem vorangegangenen Zeitpunkt auch 3 Stücke. Und der Rückgang, also evangelisch-katholisch Rest, ne? Der Rückgang des katholischen Stücks kam mir in Bayern sehr eindrucksvoll vor. Nun wird das jetzt nicht interpretiert, was davon austritt und so fort. Es sind ja Bestandsdaten im Vergleich. Und ich denke, wir sollten das wirklich viel mehr zur Kenntnis nehmen, als diese aufwendigen Interpretationen von Bruchstückdaten aus Ostwestfalen-Lippe, die dann
aus Gütersloh. Also Sie haben nichts gegen Ostwestfalen-Lippe, ne? Nein, ich weiß, Sie sind aus Münster. Sind aus Münster. Ja. Also das ist das eine und das dann ganz kurz noch eine Erinnerung. Ich habe eine Jugenduntersuchung gemacht im Jahre 82, relativ groß, und damals bestand die Meinung, die Türken sind deswegen im Unterschied zu den Italienern nicht integrabel, weil die Italiener schon die katholische Infrastruktur in Deutschland hatten und die Türken eben keine Moscheen. Das hat sich gehalten, sehr plausibel, und führt dann zu dem, was jetzt geglaubt wird. Aber empirisch war es nicht so. Die türkischen und die italienischen Jugendlichen unterschieden sich, was Integration angeht, nur durch ihre Aufenthaltsdauer. Die waren eben später gekommen. Und jetzt habe ich, das ist meine Spekulation, vielleicht können Sie dazu etwas aus Kenntnissen sagen, diejenigen islamischen, türkischen Jugendlichen, die in Schule und Beruf scheitern, finden sich zusammen auf dieser religiösen Grundlage. Und könnte das sein, was in der Wirklichkeit vor sich geht, aber wir interpretieren das auf der Grundlage des verfassungsmäßigen Pluralismus nach dem Modell des Rundfunkrats, wo wir den Islam nun auch noch brauchen, wo die Heimatvertriebenen weniger geworden sind. Ja, herzlichen Dank für die Ergänzung. Vielleicht nur eine kleine Bitte, auch mit dem Blick auf die Uhr. Hier war es ja eine gute Ergänzung, dass wir doch die Fahne knapper halten, damit wir auch den Zeitplan einhalten. Herr Hofbelding. Wir werden ja heute Nachmittag dem Herrn Rohe. Hoffe, dass Sie den Namen da nicht verhunze, noch einen Islamexperten haben. Der wird Ihnen diese Frage nach der Tendenz besser beantworten können. Ich warne aber davor, den Islam ausschließlich so zu erklären, dass wir sozusagen die Tendenz, wenn ich das zuspitze, dann könnte man sagen, die Tendenz, die Sie schildern, ist, dass wir hier eine Re-Islamisierung als Verliererreligion haben, wenn Sie von den Jugendlichen sprechen, die im Beruf und Studium nicht erfolgreich sind. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Also der Islam ist eine der großen Weltreligionen und es muss uns darum gehen, in diesem religiösen Feld, in diesem pluralen Feld der Bundesrepublik, dieser großen Weltreligion den Platz einzuräumen, der ihr gebührt, der dieser Weltreligion entsprechend gebührt. Ihre Nebenbemerkung zu den unterschiedlichen Meinungsumfragen und Datenerhebungen, die es gegeben hat. Ich bin mit dem Religionsmonitor in keiner Weise verbandelt, den die Bertelsmann Stiftung dort aufgelegt hat. Ich glaube aber, dass es im Vergleich Religionsmonitor 2008 und 2013 eine erhebliche Steigerung der Aussagekraft gegeben hat. Da haben sich einige Menschen wirklich einen Kopf gemacht und das Instrumentarium entsprechend verbessert. Während ich sagen muss, dass ich von verschiedenen Tendenzen der Volksbefragung 2011 hoch enttäuscht bin, weil man, also einer der ganz fundamentalen Fehler, man stellt die Frage, ich bin nicht Interviewer gewesen, aber ich habe das sozusagen nur der Fachpresse entsprechend entnommen, man stellt die Frage nach religiösen Überzeugungen, also inwieweit man sich selbst persönlich involviert fühlt in einen Glauben, eben nicht an die Kirchenmitglieder, weil man die Frage dort sozusagen nicht für nötig hält, sondern nur an die Nicht-Kirchenmitglieder. Und damit vertun Sie natürlich eine ganz große Chance, weil Sie dann implizit davon ausgehen, dass jeder, der katholisch getauft ist, jeder, der protestantische Kirchensteuer bezahlt, auch irgendwie persönlich religiös gebunden wäre. Wenn Sie mit Seelsorgern, wenn Sie mit Seelsorgerinnen sprechen, dann würden die Ihnen sagen, dass die Zahl der sogenannten Taufscheinchristen, Sonntagschristen, die eigentlich nur noch aus Tradition oder aus Gewohnheit dieser Steuerkategorie anhängen, enorm hoch ist. Und da würde ich auch diese Volksbefragung, die wir gemacht haben, in Ihren Daten, zumindest was diesen Bereich Religion, religiöses Engagement betrifft, durchaus kritisch sehen und vielleicht auch in manchen Punkten sogar kritischer sehen als den Religionsmonitor. Ja, danke. Wir hatten dort hinten und hier noch eine. Dann müssen wir aber zum Schluss kommen. Bitte. Ja, ich muss Ihnen sagen, ich bin also enttäuscht von den ersten beiden Vorträgen, weil es Das etwas, ist Ihr gutes Recht. Wir leben in einer freilich-demokratischen Grundordnung sozusagen. Deshalb sind wir ja hier. Ja. Deshalb dürfen wir hier sein. Ja, natürlich. Und nein, es geht mir darum, wir haben in der jüngsten Geschichte die Säkularisation in deutschen
ganz hautnah erlebt. Denn das war die DDR und wir wissen alle, dass das alles vollkommen getrennt war, Kirche und Staat, inklusive der Steuer. Aber die Kirche hat in ihrem Dasein in der DDR die friedliche, und das betone ich, die friedliche Wiedervereinigung möglich gemacht. Nur unter diesem Dach der Nikolaikirche Leipzig sind diese Leute zusammengekommen, die politisch etwas bewegen wollten. Friedlich. Und das ist weder bei Ihnen noch bei dem anderen Herrn in keinem Wort irgendwie nur erwähnt worden, was die Säkularisation überhaupt ermöglichen kann. Dass das ein besonderer Fall ist, das will ich alles, weiß ich auch. Ne? Aber dass man das vollkommen ignoriert, das enttäuscht mich ja schon. Dankeschön. Danke sehr. Darauf kann ich gerne sehr direkt antworten, weil ich sozusagen in meinem ersten Forscherleben oder wenn Sie nach Stand und Spielbein schauen, dann ist es, bin ich eben tatsächlich DDR-Forscher und habe mir diese Prozesse sehr genau angeschaut. Und ich glaube, dass wir da eher ein Missverständnis aufsitzen, als dass wir wirklich unterschiedlicher Meinung sind. Warum können die Kirchen, und jetzt reden wir mal insbesondere von der protestantischen Kirche in der DDR, die katholische Kirche ist so klein, dass sie politisch zwar eine Rolle spielt, aber vielleicht keine so bedeutende. Warum können die protestantischen Kirchen sich in dem Moment für die freiheitlich-friedliche Revolution einsetzen? Weil sie diese Trennung von Kirche und Staat haben. Weil sie sozusagen eine der Institutionen sind, die gegenüber einem allmächtigen und in alle Lebensbereiche hineindringenden Staat sozusagen eine Autonomie bewahrt haben. Das, was wir für die Bundesrepublik alt beobachten können, ist aber der gegenteilige Prozess, nämlich die Verstaatlichung der Kirchen. Und ich glaube nicht, dass sozusagen, wir mögen den Teufel nicht an die Wand malen, aber sozusagen als politische Akteure sind die Kirchen doch mittlerweile so stark in die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen eingebunden, dass ich mir gar nicht sicher bin, wie eigenständig sie noch agieren könnten. Wenn heute der Bischof, und das kann ich als Katholik sagen, weil ich da eben selber auch stark engagiert bin, wenn heute der Bischof auftritt wie ein Staatssekretär oder wie ein Minister, dann ist das ein Kuscheln mit den Mächtigen, die eigentlich genau eine solche Tendenz, dass die Kirche eben auch einen Widerpart zum Staat bilden könnte, eher verhindert als befördert. Und ich glaube, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind, dass ich nicht über die religiöse Entwicklung in der DDR gesprochen habe, das war dem besonderen Zusammenhang hier geschuldet, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das besondere Interesse getroffen hat. Also ich verspreche Ihnen, dass wir das nachher in der Diskussion mit Sicherheit einbringen werden. Es steht jedenfalls bei mir drauf auf meinem Zettel. Insofern ist es vielleicht in diesem Fall nicht nach vorne geschoben worden, aber nachher ist es mit Sicherheit drin. Noch ganz kurz eine letzte Frage, und dann haben Sie sich Ihr Mittagessen redlich verdient. Ja, ich störe mich an gewissen Vergleichen. Einerseits von Herrn De Waal vorhin, der diese Theologenausbildung mit der Managerausbildung für Siemens war es, glaube ich, verglichen hat, aber auch an einem Vergleich, den Sie, Herr Möller, gerade gemacht haben. Sie haben gesagt, also warum stört man sich bei der Kirche daran, aber nicht bei der Bild-Zeitung oder bei Spiegel? Ich denke, da gibt es ein paar fundamentale Unterschiede. Spiegel, Bild-Zeitung, das sind Zeitungen, die sind kommerzielle Unternehmungen, die leben von dem Geld, was sie durch den Verkauf erzielen, während in manchen Gegenden Deutschlands sie sowohl als Arzt oder als Krankenschwester oder als Kindergärtnerin keine Einstellungschance haben, weil im Münsterland, im Rheinland, in Bayern die Träger der Wohlfahrtspflege eben rein klerikal sind. Sie haben außerdem das Problem, das war ja in diesem Vergewaltigungsthema in Köln das Problem, dass Sie auch als Patient keine Wahlmöglichkeiten haben, weil beispielsweise diese katholischen Krankenhäuser eben flächendeckend präsent sind und es gar keine Alternative gibt. Insofern finde ich diesen Vergleich Tendenzbetriebe, marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen wie die Bringer-Konzern oder Neues Deutschland oder was auch immer auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wohlfahrtspflege, die weitgehend aus allgemeinen Steuermitteln oder Beiträgen finanziert wird über Krankenversicherung etc., den finde ich sehr schief. Dankeschön. Ja, dankeschön. Manchmal ist es ja so, dass die Provokation eine Gegenrede hervorruft, was sie dann auch soll. Dankeschön. Okay. Herr Großbölting, herzlichen Dank. Ich glaube, es ist eine Menge angekommen. Ihnen darf ich jetzt erstmal ein schönes Mittagessen wünschen und wir treffen uns wieder ich muss den Chef fragen, 13:15 Uhr. 13? 3 Viertelstunde.
13:20. Wir müssen jetzt was dazugeben. Ja, herzlichen Dank und guten Appetit.